Hallo Leute, heute wollen wir mal unser Problemvolk einmal durchgucken mit unserer Azubinen. Azubine, Entschuldigung. Na, man kann ja immer mal ein bisschen was dazulernen. Und wie gesagt, wir wollen mal reingucken, gucken, wie sie den Futterteig aufgenommen haben oder ob da überhaupt mal Futterteig drin ist. Wir haben ja beim letzten Mal 2,5 Kilo Futterteig rausgegeben und wollen eigentlich einfach nur mal gucken, wie das Volk sich entwickelt hat mittlerweile. Wie gut es sich erholt hat. Genau, wie gut es sich erholt hat. Aber ihr seht es selber. Sieht gut aus. Der Futterteig ist leer. Die haben im Futterteig schon angefangen, Wildbau zu bauen. Obendrauf. Das Volk hatten wir ja eingeengt. Beziehungsweise auf die Waben, die, wo die Brut drauf gewesen ist. Nicht die Brut, sag ich schon, wo die Bienen drauf gewesen sind. Bis dahin haben wir die Waben eingeengt. Und jetzt gucken wir einfach mal nach, wie sich das Volk entwickelt hat. Und ob das Volk... Ich empfinde es als extrem ruhig. Es ist ruhig, ne? Also die Königin war ja beim letzten Mal da. Also entweder ist es sehr schwach. Ja, das war, wurde ja extrem... Ja, ich weiß schon. Aber sie sind ja trotzdem meistens ein bisschen aggro, um sich zu schützen. Ja. Ja, so empfinde ich das aber. Ja. Aber ich finde, die sind halt sehr... Sehr ruhig, ne? Aber ich meine auch vom Sound her sehr, sehr ruhig. Okay. Aber vielleicht liegt es auch an mir. Das kann natürlich sein. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Futter eingelagert. Ja. Ist natürlich für den Winter ganz gut. Aber... Die kriegen auf jeden Fall noch mal ausgebaute Waben später hinzu. Oder später. Aber jetzt müssen wir erst mal gucken, wie weit die Königin denn schon... Ach, guck mal, da ist er. Ja, das ging aber fix. Da bin ich aber überrascht. Sich gut erholt, ne? Ja. Gut erholt. Ja, hier gut Maden, alles vorhanden, sieht gut aus. Auch rundherum Futterkranz. Ja. Kleiner. Zum Aufpäppeln haben wir ja, wie gesagt, den Futterteig oben drauf gelegt. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, um die Königin halt nochmal dazu zu bringen, zu stiften. Weil somit gaukelt man halt so eine kleine Tracht vor. Wie sieht es hier aus? Oh, das super. Ist auch, das ist schön. Hast du die Königin schon gesehen? Nö. Jetzt würde ich die sehen. Naja, also ab und zu hast du sie gesehen und ich nicht. Ja, weil ein Punkt drauf war. Nicht immer. Doch. Nicht immer. Schön. Ich achte halt auch ein bisschen auf andere Sachen als du. Ich gucke halt immer, wie es den Bienen an sich so geht, wie die laufen. Das ist auch wichtig. Wie sie sich verhalten, wie sie aussehen. Das ist auch wichtig. Boah. Das sollte man nicht machen. Entschuldigung. Das sollte man nicht machen. Aber wir haben ja Gott sei Dank friedliche Völker. Aber das ist mir auch... Die wissen, dass ich dran bin. Die haben ein bisschen Nachsicht. Genau. Aber hier ist auch überall komplett Brut drin. Ne? Ja. Stifte, Brut. In allen verschiedenen Stadien. Sehr schön. Wunderbar. Dann dürfte ja vielleicht die Königin irgendwo hier vorne sein. Also wenn sie nicht markiert ist, habe ich sie nicht gesehen. Okay, hier sind sie ein bisschen unruhiger. Vielleicht ist er ja hier irgendwo. Das kann sein, dass sie vielleicht auf der Wabe irgendwo rumläuft. Wenn sie nicht markiert ist, erkenne ich sowieso nicht. Aber hier, man merkt, sie sind halt hier ein bisschen unruhiger. Mhm. Du siehst auch hier, ne? Hier vorne Pollenkranz. Hier oben ist ein Futterkranz drum. Mhm. Hier sind Stifte überall. Yep. Sehr schön. Du kannst aber haben, dass sie vielleicht unten irgendwo am Riemchenboden ist. Riemchenboden. Genau. Am untersten Rand des Riemchens. So. Es sind Stifte drauf, also ist die Königin auf jeden Fall da. Das ist ja schon mal wichtig. So, das ist die Randwabe. Mhm. Ihr Pollen. Guck mal hier, Leute. Da tragen die Bienen. Wo habe ich sie jetzt gesehen? Da. Da tragen die Bienen
gerade frischen Pollen ein. Oh. Hier, fette Pollen da auf meinem, bei meinem Finger. Schön. Wunderschön. Das ist die Randwabe. Da tragen sie auch meistens den Pollen noch ein. Den sie teilweise dann für den Winter auch noch mal ein bisschen einlagern. Ne? Gut, ich habe die Königin nicht gesehen, aber sie wird da sein. Aber sie ist da und sie ist auf 1, 2, 3, 4 Wabengassen oder auf 4 Rähmchen. Ist natürlich jetzt um die Jahreszeit vielleicht nicht so viel. Ja, aber sie haben sich schon sehr, sehr gut erholt. Sie haben sich schon sehr, sehr gut erholt. Genau. Und das ist die Hauptsache. Futter? Futter, genau. Jetzt müsstest du aber erstmal noch mal einmal den Dings hier oben abmachen. Den Ding, genau, den Oberbau ein bisschen abmachen. Ein Mäuschen, geh mal weg. Genau da. Geh mal ein Stück. Ja. Geh mal weg. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also es hat sich auf jeden Fall schon mal sehr gut erholt, das Volk. Auf jeden Fall. Ja. Die nächste Generation dürfte dann den nicht schlüpfen. Von der Brut her. Und so. Da sind sie auch schon drauf auf der Wabe. Hier war ja Futter drauf. Magst du dann eben einmal den Futterteich einmal holen? Und dann. So. Die kriegen jetzt hier oben, wie gesagt, einmal Futterteich drauf. Der wird dann jetzt unten einfach aufgeschnitten. Mittig. Wie machst du das? Ein Viereck, ne? Ja, ja, ich mache einfach ein Viereck rein. Na, unten einmal aufgeschnitten, dann die Folie. Das für ein Messer, ey. Das ist ein stumpfes Cuttermesser. damit kannst du nach China reiten. Guti. Okay, so. So. Dann wird es einfach oben raufgelegt. Und die Bienen finden auf jeden Fall automatisch den Futterteig. Da kommen, wie gesagt, dann später nochmal Rähmchen zu. Jetzt musst du ein bisschen gucken, dass der Futterteig so ein bisschen in der Mitte ist. Weil du hast ja, das mache ich mal hier, du hast ja hier die Aussparung. Die Aussparung, ja. Ne? Ja, diese Aussparung hätten sie ruhig einen kleinen Ticken größer machen können bei den Segelbergern. So. So, sagt sie. Fertig. Und man muss das in den Deckel packen, dann kriege ich so rein, ansonsten sehe ich das nicht. Was du, alle Anfang ist schwer. Nee, alle deswegen Anfang mag ich meine Mini Plus. Ja, aber bei den Mini Plus ist es auch nicht so einfach. Für mich handlicher. Für mich handlicher. Guti. Ja, aber sieht doch gut aus. Tja, meine Lieben. Das wollten wir euch einmal zeigen. Ich sage mal, bis zum nächsten Video. Euer Bienenliebe-Team. Bis denn dann. Winke, winke. Ciao, ciao. Tschüss.